Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Oh, ich sehe gerade, hier sind die Rücklichter noch an. Warum auch immer hat er nämlich keine Frontlichter, der hat nur Rücklichter, wenn man die Lichter anmacht. Ja, so, wir finden es hier etwas abschüssig. Wir sind nicht in der Straße untergefahren, die eigentlich abgesperrt ist. Hier an der Wand sind irgendwelche neongrell leuchtenden Graffiti. Was haben wir heute vor, Tobi? Wir bauen ein Strandbad. Sand unter deinen Füßen. Die verwahrloste Uferpromenade soll in einen stilvollen Treffpunkt mit Strandambiente verwandelt werden. Parkplatz hat schon mal jemand gebaut hier. Hierfür soll ein Strandbad mit Ständen, Barbereich und einem Holzsteg angelegt werden. Ja, der Parkplatz, der ist ja schon... sonst nichts ist. Der ist ja schon da. Sollen wir es auch hoch machen, kriegen wir 756.000, 8 Arbeitsschritte, 4 Dauer. Aber das ist halt Großteil halt Zeug dran bauen. Isolierung, das würde mich mal interessieren. Sandlieferung. Ja, komm, nehmen hier hoch. Machen wir natürlich, ne? Schüssen, was überspringen wir. Na, jetzt wurde aus dem verwahrlosten Stück Land hier ein Stück Bauland. Aber immer hat schon jemand einen Parkplatz gebaut, ne? Wo? Oh. Der ehemalige Stadtstrand. Heute kein besonders einladender Ort mehr, oder? Mir kam vor einigen Monaten die Idee, eine Oase der Ruhe zu schaffen. Eine Strandbar, in der die gut situierten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt den Stress ihres Alltags hinter sich lassen können. Und diese Strandbar ist nur das Pilotprojekt. Wenn das Konzept gut funktioniert, gehen wir auch in andere Städte und machen daraus ein Franchise. Es fehlt nur noch ein zündender Name, aber bis zur Eröffnung ist ja noch etwas Zeit. Sobald die Bauplanung abgeschlossen ist, beginnst du bitte schnellstmöglich mit der Umsetzung. Also, eigentlich erwarte ich ja, dass die Bauplanung schon längst abgeschlossen ist. Ich glaube, es ist im Bereich Ebene nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl, Tobi. Meinst du? Warum? Du kannst die Schaufel auch mit Pfeiltasten drehen, ne? Dass du es nur zu einer Seite rausschiebst. Aha. Also ja, also im Strandbad, ich weiß ja nicht. Ein Dreckbad ist das. Ah ja, das ist hoch. Hier sind überall schon fertig Betonteile platziert, nur da hinten. Das letzte Teil soll... Nee, die Treppenteile. Ah, die Treppenteile. Willst du einen Kran? Willst du einen Mobilkran? Und was wird das denn hier? Bagger? Kommt der in die Bar drauf oder was? So abschüssig, alles klar. Na, da kommen ja auch Treppen. Kran du? Oder Kran ich? Mir ist egal. Ah, du machst Kran. Gut. Was ist denn das nächste im Job? Fertig-Elemente platzieren.
Flachgründung, Grabenaushub, empfohlen Baggerlader, Baumaterialplatzierung, Kabeltrommel und 3 PVC-Rohre. Okay. Dann hole ich mal den Pritschenwagen. Naja, und am besten gleich noch den Materialauflieger. Materialauflieger? Ja, okay, ich hätte eben die. Weil wir werden ja hier Material transportieren. Dann koppel ich den an und dann kaufe ich auch mal alles, was wir brauchen für den Auftrag, ne? Jo. Guck mal, Tobi, ich bin hier auf einer Insel. Mitten im Wasser. Hä, was? Warte, ich guck gleich. Hä? Was zur Hölle? Ja. Yeah. Ach da! Naja, okay. Bei mir war das, als ich vom Kranhaken ausgeguckt habe, da wurde diese Sandbank nicht gerendert. Ich dachte, du schwebst da im Wasser. Lol. Muss auch mal machen, du musst mal sprinten und einfach loslassen, W und Shift und dann im Moment genau auch springen. Also sofort Zwangsbremse und springt gerade nach oben. Oh shit. Willst du auf eins der Rohre springen? Ich heb das hoch und schleifst durchs Wasser, dann kannst du surfen. Musst du über die Rohre drüber laufen, ne? Das ist doch bestimmt lustig, einen Bagger zu setzen und mit dem Bagger die Rohre mit einzusetzen. Ich hol schon mal Betonmischer. Auspacken, Tobi. Jetzt gibt es Unboxing. Wollen doch alle ein Unboxing-Video sehen. Ja. Krass. Ja, sollst du wegfahren wieder, was du gerade gefahren hast. Ja, wird mal, was für ein Strandbau hier wird. So, jetzt darfst du Beton machen. Betoninieren. Betonieren. Nein, betoninieren. Betoninieren? Betoninieren. Betoninieren. Was man da auch mal das machen daneben könnte, lassen. Ist der diesen Dingskorb mal auszuprobieren. Weißt du, was ich meine? Was kann ich? Den Korb beim vom Kran. Der kann ja auch so einen Beton. Ja, so ein, meinst du so ein Betongedönsding ins Behälter zum Ablassen von Beton? Ja. Wo kann ich den kaufen? Beim Shop. Fahrzeughändler? Ja, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich glaube sogar bei Material. Das kann auch sein. Oder? Ja, Betonkübel klein. Oder Betonkübel groß. Kosten gleich viel. Cool. Aber ich muss dann immer so dort abholen. Lohnt sich die abzuholen vorher? Ich glaube, das lohnt sich mehr, wenn du halt so ein Haus hast wie das Hotel. Ah. Weil dann damit kannst du halt wesentlich besser halt oben drauf sozusagen das machen, weißt du? Ja. Ich find's gut, wie ich einen Haufen Dreck erstmal reinfahre in die Fundamente und dann. Also wenn man also dann diese Betonkübel benutzt anstelle der Betonpumpe. Ja, oder beides. Ja, parallel arbeiten. So, Holzelemente liefern.
Entweder machen wir den Auflieger frei oder wir kaufen uns einen zweiten jetzt mal. Okay, überredet, ich kaufe einen zweiten. Du willst jetzt eh noch was ablegen. Palette Holz und Holzbalken, Palette Ziegel. Dann tun die mal ablegen. MAN, Zugmaschine mit Kran. Nehmen wir die dabei. Und noch einen Multi-Auflieger. Was nehmen wir da denn? Nehmen wir noch Materialauflieger oder Multi-Auflieger? Oder einen großen Multi-Auflieger? Wir nehmen mal den großen Multi-Auflieger, weil da passen groß. Dann auch die großen Dinger drauf. Nehmt den, weil groß. Und dann haben wir jetzt auch eine Zugmaschine mit Kran und nicht nur einen Pritschenwagen mit Kran. Also noch eine neue Zugmaschine gleich mitgekauft. Naja, klar. Wenn wir schon zwei haben, dann können wir auch zwei Zugmaschinen kaufen. Und die eine Zugmaschine ist jetzt ohne und die andere ist mit Kran, oder? Korrekt. Also ist jetzt die Zugmaschine mit Kran gekauft. Interessant. Weißt du was? Ich fahr gleich mal. Oh. Ich dachte, muss ich von der Fertigbandfabrik oder sowas abholen. Gibt's von beim Sägewerk. Ah, beim Sägewerk meine ich ja. Dann auf ins Sägewerk, Bad Sägeberg. Bad Sägeberg. Das Sägewerk Bad Sägeberg. Auf den Highway. Kommt nix. Highway, wir sind in Deutschland, das ist der Autobahn. Autobahn! Ist das da das Sägewerk? Man weiß es nicht. So, Ziegel für noch zwei Paletten, ansonsten die Paketdeckenelement Holzrahmen. Holzmichel. Der Holzmichel. Fortschritt, Sägewerk entdeckt. Cool, wir waren noch nie beim Sägewerk. Das müssten die sein. So. Heißen die zufällig Deckenelement Holzrahmen? Nee, aber da stehen so ein paar Paletten rum, die vorhin nicht da standen. Du kennst nicht, da steht einfach irgendwas rum, also nehmen wir es mit. Lol, der Anhänger lenkt einfach mit. Gut, ich habe alles abgeladen. Holzrahmen sicher platzieren, Wandelement, Holzrahmen. Wenn ich abkuppel vielleicht? Dann Wandmauern. Ah ja. Gut, das heißt, wir müssen wirklich eine kleinteilige Arbeit machen. Was, Wandmauern? Ist es zu hoffen, zufällig einmal einfach hingehen und G drücken? Nee, wir müssen die hinstellen mit dem Kran. Die ganzen Deckenelemente. Also die ganzen Wandelemente. Nur die Deckenelemente, die sind schon Fertigteile. Ich mau da, weil die Wand. Schlimm, 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 schlimm. Tu es am besten gleich auf die... Noch krassere Auflieger, du. Noch mal größer als unser jetziger. Ach ja, scheiße, Doppelstutzfüße. Leck mich doch. Ja, vor allem ist der voll beaxt. Also der ist halt auf ganzer Länge, hat der Achsen, die alle mitlängen. Dann platziere ich mal wieder ein paar Wandteile. So, was ist jetzt hier was? Bei denen steht's nicht da. Was soll. Weißt du, überall steht dran, was es ist, nur bei denen nicht. Ah, das ist das Richtige. Du machst das super.
Komm aus dem Weg. Gab's eilig. Oh, die. Ja, so lahmarschig. Ist ja nur Ich noch. wollte Geisterfahrer auf der Autobahn. Acht Holzrahmen hier. Also Tankstelle, oder? Und ich gehe tanken, ne? Auf der falschen Autobahnseite. Ist sowieso nie jemand. Mahlzeit. Gott, vor tanken. Nein! Ich hab ihn fallen gelassen. Oh, Alter. Ich hab So ein ihn nochmal kleines abgelenkt. Auto fährt so seitlich gegen meinen Trailer und ich werde so komplett weggeschoben von dem Auto. Alter, die belästigen mich, die Autos hier alle. Ruf die Polizei. Belästigen mich alle. Du hast von einem Auto belästigt. Oh, ist ein Bremsschuh. Als wäre ja jemand falsch rum in die Tankstellenausfahrt eingebogen. Also random spawnen in den Autos, bis sie hier nicht reinkrachen. Wahrscheinlich ist das nicht random spawn area nur um den Host rum. Oh Gott, komme ich hier um diese Kurve rum? I doubt it, aber wir werden sehen. Nee, komplett verkantet. Geil. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh nein, da gibt's noch so ein Ding. Ich hoffe, da muss ich dann nicht gleich nochmal 8 Pfeiler platzieren. Bin sofort da. Ach, lass dir Zeit. Wenn du länger brauchst, als ich hier immer noch Zeug hab, dann räume ich hier ein bisschen auf. Ich fahre von der Autobahn wieder runter, also ich bin gleich da. Ich muss nur anders von der Autobahn runterfahren, weil so ich wollte, hat nicht geklappt. Komm, lass mich vorbei, schleich nicht so. Au, Alter. Das Auto. Ist ja schlimm. Oh, wie cool. Jetzt Was ist denn? Auf dem Pavillon so ein Deckel drauf. Es ist dieses ganze Dachelement einfach in ein Ding. Und oh nein. Ja, das ist das nächste Häuschen. Oh, jetzt sollen wir den ganzen Parkplatz auch miträumen. Alter, leck mich doch. Wenn du schon was drin sitzt, dann park das am besten mal zur Tankstelle, gerade wenn das ein bisschen frei hat, weil wir wollen die Firmenlevel mal wieder aufsteigen. Ne? Ich fahr's ganz, ganz weit weg, du. Jetzt teleportierst einfach zu einer Tankstelle. Hallihallo, ich meine, das sieht auch nicht aus wie ein Strandbad, aber mehr ja, wie, mehr, Tag, es sieht mehr wie ein Strandbad aus als vorher. Sagen wir es mal so. Ja. Teilnehmen. Der neue Stadtstrand wird bei der Eröffnung in ein paar Wochen bestimmt Eindruck hinterlassen. Jetzt müssen prominente Partygäste zum Feiern nicht mehr in andere Städte reisen. Das erhöht den Glam-Faktor unserer Stadt. Wie viele Promis hatten diese kleine Ministadt? Ich weiß es nicht, das aber Ambiente gefällt mir ausgesprochen gut. Mehr. Genauso stimmungsvoll habe gefühlt ich nichts. Es mir erhofft. Du scheinst ein gutes Team zu haben und bist auch offen für extravagantere Visionen. Das gefällt mir. Mal schauen. Vielleicht habe ich da schon bald einen. Wir machen das, wofür es Geld gibt, Tobi, ne? Uns ist die Extra aber ganz egal. Hauptsache, wir kriegen die Moneten dafür.
glaube, ich habe sogar ein einigermaßen brauchbares Thumbnail gemacht. Wunder, das Strandbad, was wir da gezaubert haben hier. Oh. So schön sandig und. Ey, diese Palme, Junge. Warum sind die hergeschifft? Tschüss. ja. Also ihr müsst wissen, der Auftrag hat uns mindestens genauso fertig gemacht wie der Hotelauftrag. Ja, also so viel jetzt vielleicht nicht, aber. Doch, also ich muss sagen, ich bin angepisst als nach dem Hotelauftrag. Dieser Schrei, ey, ich komme nicht drauf klar. Ja. Also mir steht. Warum sind da eigentlich drei rote Autos in einer Reihe? Soll das irgendwas heißen? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, also ich bin wirklich gestrichen voll gerade. Könnte auch daran liegen, dass es Freitag ist. Nichts mehr bauen. Ah, gut. Dann noch ein. Nächste Folge machen wir was Gediegeneres. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.